Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video, welches entstanden ist, als ich live auf Twitch gestreamt habe. Also wundert euch nicht, wenn mal irgendwas durchs Bild fliegt, das war dann der Twitch-Chat. Oder wenn ich irgendwie ja, was vorlese, das ist logischerweise dann auch aus dem Chat. Ansonsten nochmal kurz für euch zusammengefasst. Ich habe eine Challenge gemacht, aber nicht im Herausforderungsmodus, sondern im Sandkastenmodus. Habe so ein bisschen selber die Settings gemacht. Ich habe zum Beispiel so Sachen wie Mitarbeiter rausgelassen, weil ich da keine Lust drauf habe. Aber habe dann natürlich Dinosaurierausbrüche und sowas eingestellt. Und um die Challenge noch ein bisschen schwieriger zu machen, kamen auch noch zwei besondere Aufgaben hinzu. Die seht ihr dann jetzt gleich. Also wir springen jetzt zu dem Livestream-Part und ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Also wir haben jetzt sozusagen eine Custom-Challenge für uns gemacht. Mit ein paar Dingern, die nicht an sind und ein paar Dingern, die eingeschaltet sind. Alles so ein bisschen angepasst. Nur Tag wollt ihr? Okay. Dann machen wir nur Tag. Auch gut für mich. Finde ich auch super. Und jetzt kommen wir nochmal zu dem Clou. Denn wir werden gleich zwei Erschwerungen noch dazu bekommen. Zwei Erschwernisse, so heißt das Ganze. Und dafür drehen wir gleich dieses Rädchen. Und da müssen wir mal schauen, was dabei rumkommt. Dann wir drehen es einfach mal. Oha, okay. Das erste Erschwernis, was wir haben. Wir dürfen nur große Dinos im Park unterbringen. Interessant. Da müssen wir natürlich dann so ein bisschen nach eigenen Ermessen entscheiden, beziehungsweise ihr könnt mitentscheiden im Twitch-Chat. Aber das war noch nicht alles, denn wir bekommen noch eine zweite Erschwerung dazu. Deswegen drehen wir nochmal. Oha, okay. Das ist eine krasse Challenge. Nur große Dinos aus Asien und Australien. Oh mein Gott, ich weiß nicht, ob wir da viel Auswahl haben. Ich habe schon extra zwei Kontinente mal jeweils zusammengefasst. Das könnte schwierig werden. Dankeschön für dein Follow. Herzlich willkommen. Ich bin sehr gespannt. Ich habe auch keine Ahnung, ob wir in Geldnot kommen, weil große Dinos sind natürlich teuer. Und ich weiß auch nicht, wie viele große Dinos es da gibt. Wir müssen gleich halt erstmal gucken, was sind große Dinos? Ja, wir schauen gleich mal. Wir starten erstmal. Los geht's. Machst du Nasus mit rein? Die würde ich nicht als groß zählen. So, da sind wir mit einem Knusper-Dino-Regen von Twitch. Sehr schön. Okay, wir müssen eigentlich direkt anfangen, weil das Geld sinkt, glaube ich. Wir haben 9 Millionen, das ist gar nicht so wenig. Ich glaube, damit könnten wir hinkommen. Ich werde versuchen, auf jeden Fall in der Jurassic Park-Ära zu bauen, weil da haben wir ja viele neue Deko-Sachen bekommen und die wollen wir natürlich auch ein bisschen testen jetzt in der Challenge. Deswegen brauchen wir erstmal einen Ankunftsort. Und ich glaube, dieser Platz hier sieht doch schon wie dafür gemacht aus. Machen wir doch hier den Ankunftsort hin. Perfekt. Und dann müssen wir uns eigentlich relativ schnell darum kümmern, dass wir erstmal einen Weg hier wegkriegen und irgendwie so, dass wir so einen kleinen Bereich haben für die Mitarbeiter. Weil wir brauchen natürlich ein Expeditionscenter, wir brauchen ein Fossiliencenter und. Damit wir überhaupt an die ersten Dinos kommen können. Aber das wird geldtechnisch echt schwierig, glaube ich, am Anfang. Ich glaube, ich werde es mal erstmal so versuchen. Das ist, glaube ich, ganz cool. Aber wir können ja auch immer zwischendurch pausieren, was ganz praktisch ist. Dadurch können wir uns dann auch mal die Zeit nehmen und hier zum Beispiel so eine kleine Wegfläche einbauen. Mal. Das mache ich mal aus, dann sieht man das ein bisschen besser beim Bauen. So. Und da können wir dann nämlich mal ein bisschen von der neuen Deko ausprobieren. Sowas zum Beispiel. Ich habe übrigens nur eine Mod installiert. Und zwar ist das die Mod, wo ich nochmal Sachen verschieben kann.
Das heißt, wenn mal irgendwas nicht platzierbar ist oder irgendwie die Baubegrenzung mich nerven, kann ich dagegen ansteuern. Also das hier ist jetzt nichts Großes. Werde ich auch so gut wie es geht weglassen, also nicht benutzen. Ich versuche halt alles fast ohne Mods zu regeln. Aber jetzt werden wir uns erstmal mit den neuen Deko-Sachen so ein bisschen austoben. Das ist doch ganz cool. Boah, die Baubegrenzungen sind auch echt krass teilweise, ne? Und das ist hier uneben. Wahrscheinlich einfach uneben. Ja, sieht doch schon ganz interessant aus. Aber die Dinger haben wir ja auch noch hier. Können wir später nochmal verwenden. Die passen jetzt hier nicht so gut hin. Optisch gesehen. Oh, Mr. DNS haben wir auch noch. Richtig cool. Ja, die neuen Dekosachen sind schon nice. Guck mal, die Dinger könnten wir halt auch noch am Angang machen. Vielleicht so. Und so. Ragen die sogar so ganz leicht über den Weg. Finde ich gar nicht so schlecht. Und dann können wir dahinter ein Jurassic Park Tor machen. Natürlich umgedreht. Das würde eigentlich fast perfekt passen. Jetzt kann ich es halt einfach easy bewegen, deswegen habe ich die Mod installiert. Das finde ich immer ganz praktisch. Es wird natürlich jetzt auch nicht alles perfekt aussehen, das ist mir schon klar, aber ja. Ich, ich will mich trotzdem ein bisschen austoben mit den neuen Deko-Sachen. Wir nehmen hier auch mal den neuen Zaun, warum nicht? So, und jetzt können wir nämlich mit der Mod auch das Ganze sogar hier reinziehen. Beziehungsweise einfach dahinter machen, das macht wahrscheinlich mehr Sinn. Dann haben wir jetzt hier gleich den Eingangsbereich. Sieht ein bisschen suspekt aus, aber wir machen das hier gleich noch dicht mit Wald und dann passt das eigentlich. Ich muss halt, wie gesagt, eigentlich eher zusehen, dass wir den ersten Dino bekommen. Der würde wahrscheinlich dann ja, da wir nur noch große Dinos machen dürfen oder nur große, wird wahrscheinlich hier ein großes Gehege direkt hinkommen, hätte ich gesagt. Könnten wir hier vielleicht eine Abzweigung draus machen. So. Hier ist, glaube ich, auch leicht uneben. Das sieht man immer von oben so schlecht. Und dann am Ende sieht es irgendwie doof aus. Das habe ich irgendwie schon ganz oft gehabt. So, ich will auf jeden Fall den Weg dann hier noch so ein bisschen hinführen, dass wir hier nochmal so einen Ausguck oder so machen können. Und der Hauptweg geht dann hier rechts um die Ecke, hätte ich gesagt. Finde ich, glaube ich, ganz cool. Jetzt müssen wir mal eben gucken, dass der Übergang hier schön wird. So. Okay, das ist doch schon ganz nett. Guck mal, wie uneben das ist. Wahnsinn. So. Die Betriebsgebäude müssen wir jetzt bauen. Ich glaube, wir brauchen das Kontrollzentrum. Ist das in der Ära nicht so, dass man mit dem Kontrollzentrum ultra viel machen kann? Ich glaube schon, ne? Ich glaube, hier bei dem Kontrollzentrum, da hast du da alles mit drin. Müssen wir gleich mal schauen. Wissenschaftler ansehen, ne, keine Ahnung. Oder auch nicht. Ja, scheiße, jetzt habe ich Geld verschwendet. Kann man machen, nix. Ich dachte eigentlich, weil es gibt doch hier gar kein Expeditionscenter, gibt's, aber ich glaube, es gibt gar kein Fossilienzentrum. Nee, ich glaube nicht. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall noch das Expeditionszentrum. Das kommt dann erstmal hier hin. Ich weiß jetzt, so im Eingangsbereich ist eigentlich nicht so schön, aber warum nicht? Sonst habe ich die auch mal weit weggebaut, die Dinger. War
variiere jetzt auch schon mal ein bisschen mit der Wegfarbe. Weil da kommen gleich ein paar Besucherläden hin. Die brauchen wir nämlich auch. Ich weiß, ich sollte eigentlich echt erst nach dem ersten Dino gucken. Aber ich möchte gerade ein bisschen planen. Dankeschön, Lennart, für den Follow. Ich glaube, ich mache das einfach so. Aber so, dass der Weg nicht kaputt geht. Da kommen dann gleich ein paar Besucherläden hin. Vielleicht eine Toilette, ein Imbiss oder sowas. Wir werden das ja auch gleich alles noch ein bisschen schöner machen. Wenn der Grundriss soweit steht. Ich kann ja schon mal die Toilette hin platzieren. So. Und dann brauchen wir... Ah, das gibt es nur hier in der Ära. So ein Laden. Sehr schön. Den können wir aber jetzt eigentlich auch anpassen. Ich glaube, da kann man auch die Strohdächer machen. Wäre eigentlich ganz cool. Gibt es hier ein Dach? Nee, das sind, die sind alle irgendwie nicht so... Jurassic Park mäßig. Da mache ich so ein kleines eher. Aber ich glaube, man kann doch hier noch irgendwas auswählen, oder? Ja, guck mal. Dann kommt das doch schon hin. Mache ich doch mal so. Das finde ich gar nicht so schlecht. Und dann machen wir hier Krabben hin. Ach, hier, guck mal. Das ist sogar dann... Da müssen wir hier auch nochmal Krabben auswählen, damit es passt. Ist auch bescheuert, ne? Dass man das Schild ändern kann, ohne die Sachen, die da verkauft werden. Jetzt finden wir hier Krabben. So ein Mist. Egal, dann gibt's Sushi. Ist ja fast das Gleiche. Guck mal, jetzt haben wir hier auch wieder diese Wegbegrenzung. Mit Begrenzung zu bauen ist echt schwierig, ne? Also die armen Konsolenspieler. Ich hätte jetzt halt hier echt gerne den Weg so... dahin gemacht. Aber wir können tricksen. Tada! What's for the win? Aber ist halt auch super kompliziert, deswegen lasse ich das weg. Also solche Sachen lassen wir dann einfach. Wenn es nicht passt, passt es nicht. Dann haben wir damit halt jetzt auch mal zu kämpfen. Muss ja auch mal sein. Oh, der verliert jetzt sogar Geld über Zeit schon. Das ist schlecht. Sogar sehr, sehr schlecht. Das heißt, wir müssen unbedingt jetzt gleich auf Fossiliensuche gehen. Was hatten wir gesagt? Asien und Australien nur, ne? Okay, das sind schon einige Punkte hier. Also das ist alles das, was wir hier haben. Minmi fällt raus, ist klein. Australovenator ist klein. Kronosaurus fällt auch raus. Mutaburasaurus, der könnte als groß durchgehen. Ich weiß nicht, ob ihr den gerade vor Augen habt. Das ist so ein Hadrosaurier. Kyansosaurus. Yangosaurus, Chunkingosaurus, Gigant Spinosaurus, Mamenchisaurus ist auf jeden Fall groß. Also damit können wir nichts falsch machen. Sinoceratops könnte man auch als groß durchgehen lassen. Den nicht. Eutyrannus, Sinosauropteryx, Centaurosaurus, Krichtonsaurus. Einige haben wir hier schon. Olorotitan ist auch groß auf jeden Fall. Ericino sogar, oha. Sind richtig coole. Lystro. Archeono. Was haltet ihr denn von dem Olorotitan als erstes so? Ich glaube, der ist nicht schlecht. Den nehmen wir. Dann fliegt mal der Heli los. Und holt uns mal das erste Fossil ran. Finde ich eigentlich ganz cool. So, hier machen wir nochmal so eine kleine Abzweigung will ich hier einbauen eigentlich. So. Ja, so wie ich das hier baue, ist wieder kompliziert. Aber mit ein paar Tricks klappt es. Quatscha, danke dir. Herzlich willkommen. Ja, sieht jetzt hier nicht ganz so schön aus, die Rundung. Aber das ist manchmal echt ein bisschen schwierig, das vernünftig hinzukriegen. Und wir haben halt gerade ein bisschen Zeitdruck, muss ich sagen. Den kann ich da jetzt nicht so viel Zeit verschwenden. Ah, das passt schon. Dann können wir hier gleich auch noch schön ein bisschen Deko in die Mitte platzieren. Das ist ganz cool.
Aber wir brauchen jetzt als nächstes erstmal so ein Ding. Wir könnten auch das hier hin machen. Wäre vielleicht auch nicht schlecht. Machen wir das doch hier hin. Dann macht der Weg hier auch einen Sinn. So. 7 Millionen haben wir noch. Also es wird Zeit, dass wir unbedingt den ersten Dino freilassen. Weil es können halt auch Sachen passieren, wie Stürme und sowas. Unsere ersten Fossilien sind wieder da. Aber wir haben kein Fossilienzentrum. Wissenschaftszentrum. Okay, dann brauchen wir das, oder wie? Bin gerade ein bisschen verwirrt. Oder wie macht man das hier in diesem... in dieser Ära? Muss ich das hier mitmachen? Kann natürlich auch sein, ne? I don't know. Machen wir hier doch ein Wissenschaftszentrum hin. Und testen das Ganze. Oh nee, hier ist ja voll huggelig. Was habe ich denn hier gemacht? Müssen wir eben nachkorrigieren. Sieht man halt aber auch immer von oben nicht, ne? Oh, hier ist ja alles komplett hugelig. Oha. Hat man null von oben gesehen. Einfach mal überglätten, dann passt das schon. So, dann machen wir das wieder hin. Perfekt. Ja, gut, dass wir mit Mods spielen. Also mit der einen Mod zumindest. Da kann man also Sachen schneller korrigieren. Das ist sehr, sehr angenehm. Hier kannst du meinetwegen runtergehen. Das korrigiere ich jetzt nicht. Das ist schon okay. Macht ja sogar Sinn, dass das Gegen ein bisschen niedriger ist. Finde ich eigentlich mal ganz optisch ganz schön. Dann haben die Besucher so einen schönen Blick. Ja, finde ich gar nicht so schlecht. So, genau. Jetzt müssen wir einmal hier reingucken. Fossilien ansehen. Ah, okay. Dann funktioniert das Ganze wohl hier in dem Zentrum. Das ist ganz cool. Hm. Sowas ist immer gut. Und dann haben wir direkt schon was vom Oloro Titan gefunden. Und ein paar Knusperdinos. Sehr schön. Ja, packen wir mal so viel, wie es geht, rein. Leider nicht alles. Aber dann würde ich sagen, extrahieren wir das Ganze und schicken den direkt nochmal los. Damit wir ein bisschen mehr davon haben. Fliegt der Heli nochmal weg. Die Fossilien werden ausgegraben. Das ist doch schon mal ganz gut. Ist ja auch das erste Mal, dass wir sowas machen. Halt jetzt noch nicht ausgereift und getestet. Aber an sich finde ich solche Custom-Challenges ziemlich cool. Weil das, was wir jetzt oben rechts haben, ist ja super interessant. Das muss halt aber ein bisschen herausfordernd sein, würde ich sagen. Deswegen müssen wir das nächste Mal ein bisschen schwieriger machen. So, nimmt doch schon mal ganz gut Form hier an. Wir haben doch aber hier noch mehr Deko, oder nicht? Hochmut kommt vor dem Fall. Meinst du echt, dass wir hier noch fehlen? Ich weiß nicht. Ich weiß es nicht. Sollte mich halt jetzt eigentlich eher darum kümmern, dass wir mal ein paar Dinos jetzt kriegen, ne? Aber ich bin jetzt ja hiermit beschäftigt. Also es ist definitiv, glaube ich, machbar, dass wir hier coole Challenges hinkriegen. Auf Dauer. Aber da müssen wir halt mal gucken. Dass wir das halt gut hinbekommen, dass es schwierig ist. Aber auch nicht zu unangenehm. Zum Beispiel dieses Mitarbeitergedöns, das will ich auf jeden Fall nicht machen. Das ist das, was mich am meisten nervt. Dieses Mitarbeitersystem von Jurassic World Evolution. Das ist immer doof. Mr. DNS. Den können wir gleich auch noch umpositionieren, ja. Es ist schon wieder halt uneben. Ich verstehe es nicht. Ich habe es doch gerade übergeglättet. Ich. Keine Ahnung, warum das hier noch uneben ist. Aber so krass uneben auch. Das ist ja nicht so minimal. Es geht hier einfach richtig krass runter. Crazy, wirklich. Da, wo die Stelle ist, einfach blöd. Aber wir lassen es jetzt einfach so. Das passt schon. Dann ist es so. Ich habe es jetzt hier angepasst. Passt alles hinten und vorne nicht. Ein Traum. So,
So, wunderschön. Da kommen jetzt noch ein paar Sitzmöglichkeiten hin. Schon 3K verschossen. Was meinst du? 3 Millionen? 3K sind 3000. Ja, wir bauen gleich die ersten Dinos. Ihr habt ja recht. Wir kriegen sonst nachher echt noch Struggle. Das wäre ganz schön belastend. Ich glaube, ich mache hier Mr. DNS in die Mitte. Das ist, glaube ich, ganz cool. Tada! Einfach so völlig random. Mr. DNS. Wie nennt ihr den eigentlich? Mr. DNS oder Mr. DNA? Ich glaube, Deutsch ist ja DNS, oder? Da bin ich doof. Desoxyribonukleinsäure. Oha, jetzt kann ich hier schon wieder nicht bauen. Mr. DNS macht alles kaputt. Die Sau. Mr. DNS. Wundervoll. Da haben wir da so eine kleine Sitzecke. Ist jetzt nicht so schön geworden, wie ich es mir vorgestellt hätte. Aber wir sollten jetzt erstmal den ersten Dino machen. Das ist jetzt wichtig. Nämlich den Uluru Titan. So, da müssen wir jetzt mal schauen, wie wir das hier machen. Ich würde halt sagen, dass wir auf jeden Fall hier bis zum Zaun gehen. Wir brauchen auch noch eine Ranger-Station. Ey, wir brauchen so viel, das ist krass. Das habe ich halt schon alles gar nicht mehr beachtet. Ja, wenn jetzt die Sachen nicht ganz perfekt sind mit Abstand und so, ist egal. Macht dann gar nichts. Wir müssen halt jetzt zusehen. Das wird alles noch sehr ins Geld gehen. Vielleicht wird es doch knapper, als ich dachte. Und ich bin gerade so, ach, easy. So Twitch-Chat-mäßig. Wenn es gut läuft, ach, ist alles viel zu einfach. Und dann kommt der Struggle. Ich würde halt hier vorne gerne dieses neue Tor einbauen. Das wäre cool. Das hier. Kriegen wir das hin? So. Sieht doch schon gar nicht so schlecht aus, der Eingangsbereich. Hätte schlimmer aussehen können. Ich will, glaube ich, aber auch hier direkt ein Mischgehege machen. Warum nicht? Deswegen können wir das ruhig ein bisschen größer planen. Wir müssen halt nur gucken, dass wir hier auch noch Platz für Besuchersachen lassen. Ich glaube, ich finde das gar nicht so schlecht, wenn wir das hier bis zum Rand machen. Aber ich werde dann hier hinten trotzdem Zaun machen. Weil wenn wir es hinkriegen ohne Zaun, wäre natürlich noch idealer. Hier einfach bis zum Rand machen. Beziehungsweise man könnte ja auch versuchen, das hier zu machen. Ist halt immer die Frage, ob die dann ausbüchsen können, die Dinos. Das kann natürlich passieren. Aber bei großen Dinosauriern ist tatsächlich die Wahrscheinlichkeit, dass die ausbüchsen an solchen Stellen wesentlich geringer. Boah, dann hätten die halt richtig viel Platz, wenn ich das so hinkriege. Wenn ich jetzt hier bis hier so gehe. Aber das kann halt echt für Ärger sorgen. Aber der Platz im Gehege wäre super groß. Guckt euch das mal an. Das ist echt viel. Das könnte halt sehr, sehr cool sein. Dann könnten wir nämlich auch da so Sauropoden und sowas reinplatzieren. Das wäre nice. Erstmal hier alles wegmachen. Könnten auch gleich noch eine Jurassic Tour und so durchführen. Oh, ich fühle das schon. Das ist nicht schlecht. Oh, die, guck mal, die Hybriden haben wir automatisch freigeschaltet. Wahrscheinlich, weil man die durch Forschung macht. Aber die verwenden wir natürlich nicht. Oh, wir brauchen noch viel mehr DNA von dem. Damn. Okay, krass. Das heißt, wir müssen hier nochmal rein. Dankeschön. Ich glaube, so ist am besten. Und dann geht's los. Und nochmal eine Tour würde ich da jetzt nicht hinschicken. Ich würde direkt versuchen, den nächsten Dino zu holen. Nämlich den Mamenchi, oder nicht? Was meint ihr? Man könnte jetzt ja auch mal gucken, wegen dem Filtern, was ihr vorhin meintet im Chat. Hier. Groß, man kann es echt machen. Das ist ja cool. Okay, aber als groß zählen nur Sauropoden. Ja, das ist ja ein bisschen dann zu wenig.
Sauropoden und die ganz großen Fleischfresser. Der Teri zählt auch als groß beim Spiel. Ja, nee. Den Uluru-Titan kann man schon als groß durchgehen lassen, oder? Was meint ihr? Ich denke, das ist dann schon ganz gut. Sonst haben wir ein bisschen sehr wenig Auswahl. Ich glaube, das wäre doof. Ich mache diese Ecke hier nochmal ein bisschen schöner. Das gefällt mir nicht. Ich glaube, dann mache ich das dann direkt hier so hin, die Verbindung. Der Höhenunterschied hier ist natürlich schon wieder sehr, sehr krass. Und wir können den Uluru Titan machen. Sehr schön. Unser erster Dino ist auf dem Weg quasi. Den müssen wir jetzt auch direkt freilassen, würde ich sagen. 69%, ist das ein Zeichen? Ich weiß ja nicht. Wir könnten nochmal eben, bevor wir das machen, die restlichen auch noch schnell machen. Dann haben wir da auch noch mehr Prozente. Und dann ist der auch noch mal ein bisschen besser, glaube ich, von den Werten und so. Das nimmt doch schon hier Form an, so langsam. Ich mache hier jetzt, glaube ich, noch mal eben einen Ausguck hin. Dann hat man hier auch noch mal einen Grund hinzugehen in dem Bereich. Und wir müssen jetzt unbedingt auch zusehen, dass wir dann gleich die Uluru Titans machen und die ersten Gäste in den Park holen. Weil ich glaube, das Geld ist doch knapper, als ich dachte. Guck mal, ich habe jetzt nur noch 4 Millionen und wir haben noch nicht mal die Dinos ausgebrütet. Also es ist doch dann wesentlich teurer alles. Vielleicht habe ich es einfach überschätzt. Machen wir mal random. Können wir das hier auch ausgleichen eigentlich, ne? Die haben hier so einen Debuff. Ich glaube, wegen dem Frost. Deswegen haben die mehr Hunger und mehr Durst. Ja, okay, hier nicht. Aber hier seht ihr das. Das ist, glaube ich, so ein Debuff wegen dem Frost. Es kann hier auch Schneestürme und so geben. Ich spule jetzt mal vor, weil es ist echt wichtig, dass wir die schnell freilassen. Ganz viele Knusperdinos. Oh, wir haben gar nicht geguckt wegen der Anzahl, wie viele man da braucht. Natürlich auch doof, ne? Aber wenn wir Geldfunde nebenbei haben, ist super. Gigantspino brauchen wir nicht, der ist zu klein. Wir brauchen halt eigentlich nur mal Menschi. Oh, das ist bitter. Das war kein guter Fund. Vielleicht müssen wir nochmal uns die Ausgrabungsstellen angucken. Und dann nochmal eine andere angehen, wo es keinen anderen Dino gibt. Aber ich glaube, das ist echt die einzige, wenn mich nicht alles täuscht. Also ich sehe hier zumindest keinen Mamenchi mehr. Dann müssen wir einfach hoffen, dass wir Mamenchi-Saurus-DNA bekommen. Oder Fossilien. Das wäre schon ganz wichtig. No, geht aber in eine gute Richtung gerade. Ich glaube, das ist ja auch schon wieder alles unebener, als ich denke. Von oben sieht immer alles so glatt aus. Das ist echt sehr trügerisch. Da kann man schnell auf die Schnauze fallen. Das hatten bestimmt auch schon viele von euch, die gebaut haben, oder? Dachten so, von oben sieht alles geil aus und auf einmal alles hugelig. Man muss halt immer alles überglätten. Das ist wichtig. So, hier machen wir direkt mal eine Ranger-Station hin, weil die werden wir definitiv brauchen. Das ist doch schon mal ganz gut. Kann dann hier vorne durch das Schleusentor fahren. Ist ein bisschen random platziert, aber das macht nichts. Das ist schon okay. Könnten wir auch den Weg sogar... Ja, lassen wir so. Ich glaube, das macht jetzt nur Probleme, wenn ich versuche, mit der Mod den Weg zu ändern. Unsere ersten Dinos kommen, lieber Twitch-Chat. Der geht ja wohl als groß durch, oder? Guckt ihn euch mal an. Der ist riesig. Ich glaube, das ist einer der größten Hadrosaurier. Also wenn wir den nicht als groß durchgehen lassen, dann weiß ich auch nicht. Der kommt aber gut klar mit Sauropoden. Das ist schon mal sehr gut.
Na, der braucht gleich noch ein bisschen mehr Wald. Wasser braucht er auf jeden Fall. Pflanzenfaser am Boden. Der Bereich, den erkundet er gleich selber sich noch. Das passt schon. Dieser Entenschnabelsaurier ist ein Oloro-Titan. Er war einer der letzten Landsaurier, die ausstarben. Und dann haben wir ihn wiederbelebt. Jetzt wird er untersucht und ausgestellt. Der Oloro-Titan ist ein Pflanzenfresser. Beim Fressen nutzen sich seine Zähne ab, sodass immer wieder neue wachsen müssen. Da kann man bestimmt irgendwas draus lernen. Ja, wieso können wir Menschen das nicht? Das ist jetzt die große Frage. Warum wächst bei uns nichts nach? Keine Gliedmaßen, keine Zähne. Ganz schön schwach. Und der Hai, der kann sich einfach direkt Zähne nachklappen, wenn einer abbricht. Die Evolution hat es nicht gut gemeint. So, ja, sieht doch hier ganz gut aus. Das erste Gehege. Wir brauchen auch, glaube ich, noch so einen. Genau, so ein Teil. Dann brauchen wir, glaube ich, sogar mehr als eins. Damit wir alles abscannen können. Und dann können wir schon mal Ranger Team 1 hier zuweisen. Dass die da sich das schon mal angucken, das ganze Spektakel. Wäre, glaube ich, ganz cool. Und dann können wir hier nochmal ein bisschen Deko machen. Hat null Anziehungskraft. Ich kann keine Deko machen. Wir haben nur noch 2,5 Millionen und wir haben keinerlei Anziehungskraft für die Leute. Das ist nicht gut. Das ist ganz und gar nicht gut. Wir müssen unbedingt dafür sorgen, dass die Dinos gut sichtbar sind jetzt. Indem wir hier so ein paar Aussichtsdinger noch machen. Das ist gerade wichtig. So. Okay. Können wir es hier auch nochmal ein bisschen ändern von der Form. Auch allgemein so ein bisschen weggehen vom Zaun. Okay. Ja, dann haben wir zumindest unseren ersten Dino jetzt. Es steigen auch gerade die Sterne ein bisschen. Das sehe ich gerne. Unten rechts haben wir schon mal so ein bisschen, so einen kleinen Fitzel zumindest. Schon mal gutes Zeichen, dass wir nicht ganz verkackt haben und vielleicht jetzt bald Geld verdienen. Wäre auf jeden Fall nicht schlecht. Ich werde mich jetzt mal kurz noch um den Mamenchi kümmern. Oh, Saurier entdeckt. 6 Homalocephale, die können wir natürlich nicht mitnehmen, da wir nur große Dinos haben dürfen. Das Ding ist halt, ich wüsste halt nicht mal, ob die aus Asien kommen. Kann man das hier irgendwo sehen? Ich glaube nicht. Ich glaube, dadurch sind diese Dinger hier allgemein uninteressant, diese Saurierfunde. Naja. Stehen da immer Städte bei oder stehen da auch die Ausgrabungsformationen? Oh mein Gott, ich könnte nicht mal mehr die Ausgrabung zum T-Rex machen. Das ist alles teurer als gedacht. Ich muss richtig aufpassen mit dem Geld. Oh mein Gott. Shit, wir müssen Geld verdienen. Wir können gerade kein Mamenchi machen. Wir müssen erstmal Geld verdienen. Ich glaube, wir haben ein richtiges Finanzproblem. Ja, okay, es ist aber jetzt hochgegangen und wir haben Gewinn pro Minute. Dann ist es doch gar nicht so schlimm, wie ich dachte. Aber wir sollten trotzdem erstmal gucken, dass die Besucher jetzt glücklich sind. Weil denen fehlt ja noch einiges. Anziehungskraft, logischerweise. Das liegt daran, dass wir kaum Dinos haben. Aber das hier können wir ändern. Wir brauchen Getränkeversorgung und Einkaufsmöglichkeiten. Und gibt auch noch diese andere Versorgungsdings, oder nicht? Wo stand das denn noch? Schon so lange her. Es gab da auch noch hier Hotels und Transportversorgung und sowas. Ich weiß aber gar nicht mehr, wo man das einsehen kann. So, ich würde jetzt einmal hier einen Getränkeladen versuchen, hier unterzubringen. Ist wahrscheinlich wieder sehr hugelig, deswegen einmal erstmal überglätten. Genau, dann können wir hier so einen Getränkeladen hinmachen. Und eventuell auch noch einen kleinen Souvenirladen daneben. Das ist ganz praktisch. Dann glätten wir das nochmal über. Ich würde gerade echt gern dekorieren, aber wir sind echt am struggeln. Hätte ich nicht gedacht. Aber anpassen machen wir ja. Zumindest, dass wir das Strohdach hier haben. Ja, das passt. Ranger Team 2 konnte irgendwas nicht finden.
Hä? Wie, warum nicht? Du hast gerade gesehen, oben rechts? Können die dieses Schleusentor nicht benutzen? Doch eigentlich doch schon, oder nicht? Vielleicht sollte ich es auch einfach nochmal umpositionieren. Es macht ja schon mehr Sinn, dass das hier vorne ist. Direkt vor den Rangern. Hier so. Können die da direkt reinfahren? Aber warum können die denn jetzt hier nicht hin? Guck mal, die fahren los. Ja, dann passt das doch. Die anderen sind einfach nur zu faul. So, machen wir das weg. Dann passt das doch. Oh, die sind einsam. Der Bestand ist nicht groß genug. Okay, das heißt, wir brauchen noch mehr Olorus. Gehen wir aber hin. Die Besucher strömen in meinen Park. Mein Park ist toll. Aber meine Läden machen keinen Gewinn. Warum? Gäste sind unzufrieden. Kriegt das gar nicht so hoch den Wert, oder? Doch, jetzt. Jetzt sind sie zufrieden. Jetzt mache ich auch Gewinn. Geil. Das ist gut. Das heißt, wir müssen mal eben bei allen Läden die Gäste auf jeden Fall zufrieden machen. Hier, den habe ich auch noch nicht designt. Ich springe ja komplett hin und her. Ich bin verwirrt. So. Ist ganz gut, dass ich alles freigeschaltet habe. Dadurch ist es halt auch easy machbar. Okay, das passt. Dann richten wir hier noch schnell das Ding ein. Zumindest das Strohdach ist mir immer wichtig. Der Rest ist eigentlich relativ egal. Und die Außendeko finde ich noch ganz cool. Da finde ich das Bernstein nicht schlecht. So, das ist egal. Aber hier das Strohdach. Yay, Jurassic Park Look. Und dann natürlich hier noch einrichten das Ganze. Bücher. Spendenlexikon. Stauraum. Hier gibt es kein ganz grün oder was? Natürlich schlecht. Aber der reicht aus. Okay, dann sind die auch glücklich. Ja, cool. Dann machen unsere Läden doch schon mal Gewinn. Das ist super. Ja, genau. Ich habe jetzt naturverbunden, Leute. Weil ich halt nur Pflanzenfresser habe wahrscheinlich. Da gehe ich auch von aus, dass ich da mal so ein bisschen gucken muss. Aber es kommen ja Gäste in den Park. Guck mal, wir haben fast einen Stern. Das ist super. Das heißt, wir lassen jetzt schnell die Olorus frei. Könnt ihr auch ruhig eine Menge freilassen. Ja, aber die mögen große Gruppen. Und die sind auch relativ günstig. Das ist ganz angenehm. Und jetzt gerade sind wir, glaube ich, in einer guten Position, wo wir easy nochmal unsere Grabungsteams losschicken können, um Fossilien zu holen. Müssen halt ein bisschen aufpassen vom Geld her. Ah, schade. Zweimal mal Menschi wäre heftig gewesen. Aber den Gigant Spinosaurus, den können wir leider nicht verwerten. Der ist zu klein. Unsere Challenge. Aber trotzdem, gute Funde. Wir kommen dem Mamenchi ein ganzes Stück näher und der wird auf jeden Fall hilfreich sein, was dann die Bewertung angeht. Ich baue jetzt nochmal eben schnell ein Hotel. Das war ein großes. Oh, das hat ja auch ein Sichtraus. Das ist immer ganz cool. Das heißt, das kann man sich immer zunutze machen. Ich mach das mal hier hin. Warum nicht? Dann müssen die Leute relativ weit in den Park gehen, um da hinzukommen. Und auf dem Weg snacken sie dann hoffentlich einiges und bringen mir Geld ein. Das wäre schön. Was habe ich denn hier überhaupt gemacht mit den Wegen? Völlig chaotisch. Das sieht aber gut aus. Können jetzt nochmal kurz gucken hier. Gastkomfort und Anziehung zu niedrig. Wo sieht man denn nochmal hier? Ach hier. Genau. Unterkunftsbewertung haben wir jetzt. Toilettenversorgung ist nicht gut genug. Transportbewertung auch nicht. Schutzraumversorgung muss noch gemacht werden. Okay. Logischerweise. Ich glaube aber, der neue Schutzraum zählt nicht. Der Deko-Schutzraum. So der hier. Ich glaube, das ist halt echt leider nur Deko. Ich mach die jetzt auch einfach mal hier rein. Warum nicht? So random ins Gehege.
Finde ich ganz witzig. Ein paar Jurassic Park Gimmicks. Ja, finde ich ganz cool. Ich mache den aber hier nochmal ein bisschen anders platziert. Hier so hinter dem Wald hätte ich den gerne. Ja, sieht ein bisschen schöner aus. Ja, dann müssen wir Schutzräume bauen. Denke ich hier vorne. Passt sogar perfekt hier noch hin. Das ist sehr gut. Fällt mir aber optisch da nicht ganz so. Wie machen wir das mal hier hin? So ist besser. Dann haben wir die schon mal angeschlossen. Und Transportbewertung könnten wir halt wirklich nochmal eine Tour planen. Dann hätten wir ja später halt auch nicht mehr so das Problem. Weil ich glaube, so eine Tour ist richtig, richtig gut, was das angeht. Kriegen die halt nur nicht so nah hier ran. Wir müssen nochmal ganz kurz einmal den Zaun nochmal abarbeiten oder abändern. Abarbeiten. Ich habe auch lange nicht mehr so gespielt. Sehr, sehr ungewohnt. War cool. So. Kommen auch noch hier um die Kurve. Perfekt. Und dann können wir hier einmal durch das Gehege düsen. Hier unten einmal lang. Oh, das wird richtig helfen, glaube ich. Das ist cool. Sehr schön. Dann haben wir dort auch eine Tour. Ja, hier die Höhenunterschiede haben wieder reingekackt. Aber das ist egal. Das können wir korrigieren. Oder auch nicht. Ich kann hier gar nichts anpassen, oder was? Okay, so geht's. Ja, mit ein bisschen überglätten, dann sieht das ganz gut aus. Jetzt haben wir auf jeden Fall eine Tour dadurch. Ist doch nicht schlecht. Wir könnten, glaube ich, hier auch nochmal so ein Fotoding einbauen. Ich weiß halt nicht, ob das irgendwas dazu beiträgt, dass die Tour besser wird. Gute Frage. Ja. Wir haben über einen Stern schon, Leute. Läuft. Wir haben es auf jeden Fall gerettet. Wir haben nur noch 1 Million. Das war doch ganz schön knapp. Ich habe mich echt getäuscht. Ja, krass. So, als nächstes. Nochmal hier in die Fossilien. Oh Gott, das ist fast nur noch Gigantspino. Das große Problem ist, glaube ich, dass wir die verwerten müssen irgendwann, oder? Man kann die hier nicht irgendwie rausmachen, ne? Oder gibt es eine Möglichkeit, die zu verkaufen oder so? Es gab es halt früher immer die Möglichkeit, Fossilien zu verkaufen, aber mittlerweile in Jurassic World Evolution 2 glaube ich nicht mehr. Das heißt, wenn die Slots hier voll sind, haben wir ein Problem. Deswegen mache ich jetzt definitiv hier mal schon mal ein paar Slots frei. Warum nicht? Auch wenn wir den Gigantspiel noch nicht brauchen an sich. Ach, wir haben ja neue Dinos, stimmt. So, jetzt sollten die auch glücklich sein. Jetzt haben sie eine große Gruppe. Das sieht super aus. Also die Pflanzfasern dürften gleich auch noch hochgehen, wenn mich nicht alles täuscht. Liegt wahrscheinlich daran, dass die noch nicht erkundet haben, oder? Vielleicht haben wir auch einfach zu wenig. Dann mache ich nochmal welche. Daran soll es nicht scheitern, liebe Dinos. Ein paar Pflanzenfasern kriegen wir hin. Ich mache auch noch mal ein paar Steine für euch. Ich weiß, wahrscheinlich braucht ihr die gar nicht, aber warum nicht? Es gibt doch mal ein paar kleine Steine hier, Mensch. Ja, schon ganz praktisch mit den neuen Random-Tools und so, ne? Da kann man echt schnell dann für Deko sorgen in seinen Parks, ohne viel Aufwand. Einen wunderschönen guten Tag, Akira. Hallo. Ja, ich würde gerne noch ein paar random Deko-Elemente hier einbauen, glaube ich. Einfach ein bisschen austoben mit den neuen Sachen.
Oh, den Baumstamm haben wir noch. Oh, cool. Den habe ich schon ganz vergessen gehabt. Können wir hier natürlich auch nochmal an der einen oder anderen Stelle hinlegen. Warum nicht? Doch gar nicht so schlecht aus. Dafür, dass wir es jetzt so schnell gebaut haben, finde ich es ganz okay. Hier wäre noch irgendwie Deko ganz cool in der Mitte. Könnten hier auch eine Wegfläche draus machen, tatsächlich. Ich glaube, wäre sogar gar nicht so schlecht. So vielleicht. Und dann füllen wir das einfach aus. Finde ich ganz cool. Und dann könnten wir in die Mitte Springbrunnen packen. Das ist schon wieder alles uneben, ey. Ich weiß nicht, was hier ist. Keine Ahnung. Ich glaube, der ist mir ein bisschen zu groß. Ich glaube, der andere wäre besser. Der kleinere gerade, den wir am Anfang hatten. Den hier. Ja, das passt doch. Sieht doch ganz nett aus. Ja, wir machen mal noch eine Fuhre hier. Aber wir brauchen die Slots später. Jetzt können wir mal eben gucken, wegen dem Amenchi. 51% ist natürlich sehr wenig. Ist die Frage. Wir haben 2 Millionen. Wir könnten eigentlich nochmal losfliegen. Eine Fuhre nochmal machen mit Amenchi. Wir müssen halt immer ein bisschen hoffen, dass wir auch die Amenchis dann rausbekommen. Hallo Cash, moin moin. Ja, Jurassic World Evolution 2 ist ganz cool. Ich glaube, so eigene Challenges, wenn man das erstmal richtig raus hat, dann macht das auch richtig Spaß. Weil diese normalen Challenges, da stören mich halt so viele Sachen. Ich muss halt für mich noch die idealen Settings, glaube ich, finden. Und dann wird das richtig cool werden, dann, wenn wir es ein bisschen custom machen. Könnte ich mir auf Dauer gut vorstellen. Jetzt können wir hier mal gucken, wie in dem Bereich. Oh, das ist interessant. Hier hinten geht's halt auch noch so rum. Das ist ja eine interessante Map. Was? Wenn man darüber hovert, sieht man oder hört man den Sound davon. Das ist ja witzig. Interessant. Das sehe ich auch noch nicht. Man lernt nie aus. Also viele Deko-Elemente haben wir jetzt ja gar nicht, ne? Wir haben schon fast alles durch. Ein paar Kacke auf mir rein und dann... Was? Witzig. Das ist gar nicht so viel, wie ich dachte. Die beiden haben wir schon gemacht. Ja, krass. Die hat man relativ schnell alle wegverbaut, ne? DLC durch... Ne, Update durchgespielt. Ja gut, dafür, dass es kostenlos ist, man kann sich nicht beschweren, ne? So. Das muss man halt immer sagen. Bei kostenlosen Sachen ist immer schön. Ja, sollen wir jetzt hier gleich das nächste Gehege, würde ich sagen, dahinter oder was? Könnt ihr halt überlegen, hier den Zaun vielleicht zu ziehen und dann hier noch so. Dann könnt ihr hier so rumgehen. Wäre, glaube ich, ganz interessant. Aber jetzt gerade sind wir natürlich erstmal noch bei unserem ersten Mischgehege. 1,5 Sterne haben wir. Heli ist gelandet, das ist gut. Das heißt, wir können einmal hier rein. Und hoffen, dass wir hier nochmal Menschi haben. Leider nicht so viel, wie ich erhofft habe. Ja, das war eher ein Reinfall jetzt. Müssen wir aber auf jeden Fall nochmal machen, schnell. Und wenn das durch ist, dann brüten wir die ersten Mal Menschis aus, hätte ich jetzt gesagt. Das hat hier nicht so geklappt, wie ich wollte. Natürlich so ein kleiner... Ja, die Kackhaufen machen alles kaputt. Hat eigentlich noch mal jemand von euch Prehistory Kingdom gespielt ein bisschen? Da bin ich ja irgendwie auch nie so richtig reingekommen, muss ich sagen, ne? Aber das ist auch ein bisschen schwierig alles, muss ich auch zugeben, weil man kann halt so viele Details bauen und das ist immer schwer bei so Riesengehegen. Bei Planet Zoo ist es halt ein bisschen leichter zum Beispiel, weil du halt nur kleine Tiere hast.
Und wenn du wirklich Detailarbeit an einem riesen Dino-Gehege machst, da sitzt ja ewig dran. Ich glaube, das ist so das Hauptproblem. Wobei die Tools da auch schon echt gut sind zum Bepflanzen und so. Ja, Sadsaber, das ist doch eigentlich genau dein Ding, oder, diese Spiele? Wie kommt denn das? Spielst du auch noch gerne Planet Zoo, oder nicht? Würde mich mal interessieren, wie das zustande kommt. Echt weird. Der Eingangsbereich hier sieht jetzt auch nicht so schön aus. Ich mache jetzt einfach random Felsen hin. Ja, die Besucher kommen aber. Also so schlecht scheint es hier nicht zu laufen in meinem Park. Und wir haben jetzt auch schon den nächsten Pflanzenfresser gleich. Aus Asien, dem Amenchisaurus. Einen riesigen Sauropoden. Wir können nur hoffen, dass jetzt mehr als ein Ei dabei rauskommt. Weil ich glaube, die sind sehr teuer. Das ist jetzt ja auch nur die Synthese. Die hat mich jetzt schon 400.000 fast gekostet. Das heißt, der Dino an sich wird wahrscheinlich gleich um die 800 kosten. Oder mehr sogar. Ich weiß es nicht genau. Ist natürlich auf jeden Fall schon mal sehr happig. Das ist nicht ohne. Dankeschön an Kilosaur. Herzlich willkommen. Ja, ich würde halt gerne nebengegen so ein Ding haben, dass wir die releasen können vernünftig. Aber geldtechnisch macht das keinen Sinn. Wir sind halt schon sehr hier am Limit. Ja, geht aber. Vielleicht sind wir jetzt gleich am Limit. Fast 800.000, gut geschätzt. Aber es ist nur einer dabei rumgekommen, das ist bitter. Wir brauchen auf jeden Fall mehr. Ich glaube nicht, dass sie sich alleine da wohlfühlen. Dann müssen wir nochmal hier weiter durchgehen, die Sachen. Ich spule jetzt auch mal ein bisschen vor. Hallo Ankylosaur. Ich habe deinen Kanal abonniert, dankeschön. Ehre. Mir gefallen die Strukturen optisch nicht. Durch das Strecken sieht es komisch aus und irgendwie ist die Steuerung für mich nicht rund. Aber ich glaube, ich bin einfach zu sehr von Planet Zoo abhängig. Ankylosaur. Ich kann leider kein Portugiesisch. Sü. Ronaldo. Das war's. Aber ist ja kein Brasilianer. Ich bin aber froh, dass wir große Dinos bekommen haben. Stellt euch mal vor, nur kleine Dinos. Das hätte, glaube ich, viel länger gedauert mit den Sternen. Okay, dieser Saurier ist etwas Besonderes. Ernsthaft, wunderschön. Schau mal, wie groß er ist. Er wird Mamenchisaurus genannt und ist eines der größten Lebewesen, das je auf der Erde gelebt hat. Und dank der Wunder der Genmanipulation tut er das jetzt auch wieder. Bis zum nächsten Mal, Seba. Ciao, ciao. Warte mal, Seba, bevor du gehst. Ah, was ist jetzt denn? Nee, dann wird es keine Zeit für. Nein, du brauchst nicht warten, aber du wirst noch verewigt. Einfach Seba. Da ist er. Der Einzige im Park. Ja, wunderschön. Haben wir zweimal Menschis. Ja, in Brasilien wird auch Portugiesisch gesprochen. Habe ich doch auch gesagt. Cristiano Ronaldo ist doch Portugiese, Mensch. Blätterbaum. Brauchen wir Wald, aber ich glaube, das liegt einfach daran. Genau, die müssen hier noch erkunden. Die haben ja eigentlich genug Wald. Ja doch, die können ja hier hinten alles mitnehmen an Wald. Also das müsste eigentlich passen. Wir brauchen nur Blätterbaum. Brach passt auch. Bestand passt jetzt auch erstmal. Das ist gut. Ja, läuft. Blätterbaum. Da. Bäume sehen immer so komisch aus hiervon. Ist egal, haben wir hier so ein bisschen Variation mit drin. Mache ich auch noch hier hinten random rein. Dankeschön, herzlich willkommen. Okay, jetzt haben wir unser erstes Gehege. Sieht jetzt ein bisschen frischer aus mit den neuen Bäumen, muss ich sagen.
Und wir haben fast 2 Sterne, das ist gut. Ich mache noch ein Mamenchi mehr. Warum nicht? Und dann planen wir das nächste Gehege. Ja, nebenbei können wir den Mamenchi machen. Und ich plane jetzt hier schon mal das nächste Gehege. Ich weiß noch nicht, was ich hier reinmachen will. Aber jetzt, wo wir so viel Geld haben, hätte ich auch gesagt, dass wir noch mal ein Ausbrutding da machen. Eine Brutstation. Und ich versuche hier wieder den Parkrand zu benutzen. Begrenzung, das wäre cool. So. Kill Nonshot, moin moin. Wie geht's? Welche Challenge ist es? Es ist eine eigene Challenge quasi. Oben rechts siehst du die Zusatzbedingungen, die noch zu dem normalen Herausforderungen hier quasi dazukommen. Ich weiß nicht, ob so krass herausfordernd ist, aber es ist auch das erste Mal, dass wir sowas machen. Da muss man wahrscheinlich sich vom Schwierigkeitsgrad ein bisschen reinfuchsen noch, dass wir das ideal machen. Wir waren vorhin schon mal relativ in Geldnot, aber es ging eigentlich. Ich habe auch rumgetrödelt. Aber es soll auch nicht zu schwer werden. Ich will ja auch entspannt spielen. Aber es ist ja schon interessant, dass wir jetzt nur Dinos aus Asien und Australien haben. Oh Gott. Scheiße, wir haben eine Krankheit und keine Paleo-Station. Das ist schlecht. Haben wir denn noch Platz für eine Paleo-Station? Ja. Da unten leider nicht, ne? Nee. Ich glaube, hier unten kann ich das knicken. Vielleicht hier hinten noch hin. Das könnte man machen. Aber ist dann der Weg nicht noch länger? Ich glaube, es macht mehr Sinn, das hier oben zu machen. Dann ist das für mehr Bereiche im Park auch erreichbar. Ja, sehr schön. Und dann fahren wir auch direkt selber los. Gesagt. Und los geht's. Ich hoffe, wir kommen mit diesem fetten Ding durch die Schleuse. Da bin ich gespannt. Neue Update finde ich so gut. Ja, das ist kostenlos. Das ist halt nochmal geil, ne? Hm. Wie die Leute weghechten. Aber es passt. Sehr schön. Sven Seber, der alte Mann, der erkrankt ist. Safe. Mal gucken. Ist er es? Oh. Okay. Gott, die sind voll in Panik alle. Ist gar nicht gut. So, wir müssen jetzt einmal scannen. Diagnose gemeldet. Hypooxämie. Ach, ob das auch immer das ist. Ist aber nicht sehbar. Ja, dann müssen wir mal kurz reinschauen, was das ist. Okay. Unerfüllte Bedürfnisse ist die Ursache. Um die Krankheit zu heilen, musst du dafür sorgen, dass die dass Saurier genug hochhängende Blätter in ihrem Territorium haben. Führt zu Müdigkeit und niedriger Gesundheit. Okay. Ja, warum ist der unglücklich? Hä? Zu wenig Blätterbaum. Wie wär's denn mal mit Erkunden? Ah, die sind auch bescheuert, ne? Die werden krank, bevor sie überhaupt ihr Gehege erkunden. Das macht doch gar keinen Sinn. Ach, Leute. Dann kriegt ihr jetzt halt hier so einen helleren Wald mit rein. Das ist so. Seid ihr dann glücklich? Das wollte ich eigentlich optisch nicht. Aber wenn ihr nicht erkundet, soll ich machen. Müssen wahrscheinlich jetzt einmal auf 100% gehen. Blätterbaum ist immer noch zu wenig, aber die müssen einfach nur erkunden. Das ist halt gerade doof. Kann ich eigentlich tricksen? Warte mal. Na, ich bewege den jetzt mal nicht. Ich mache einfach nochmal schnell hier Blätterbaum rein. Dann geben sie hoffentlich Ruhe. Ja, 100% zufrieden. Jetzt sollte die Krankheit auch heilen. Das passt, glaube ich. Das war jetzt alles halb so wild.
Ja, super. Alles nochmal gut gegangen. Wir müssen halt jetzt hier gucken, dass wir das mit der Vision einigermaßen hinkriegen. Das ist halt hier jetzt eine schwierige Stelle für ein Gehege. Aber ich glaube, so haben wir es schon ganz gut abgedeckt. Dann hier unten auch nochmal gucken. Da haben wir natürlich das Hotel, was sehr praktisch ist. Es gibt nämlich auch ordentlich Vision. So. Mach ich einfach random mal einen Zaun vor. Sieht nicht ganz so schön aus mit dem Zaun, aber das macht nichts. Versuche jetzt hier auch noch einen Turm zu platzieren, der dann da oben die Vision abdeckt in dem Bereich. Ja, das wäre cool. Den eigentlich gerne, genau, so. So, und dann... Guck mal, ist fast alles abgedeckt. Dann brauchen wir gar nicht mehr bauen, aber ich mache trotzdem noch so ein Ding hier hin. Warum nicht? Und wir brauchen definitiv auch noch ein Schleusentor. Genau wie hier oben. So, dann sind wir ganz gut ausgestattet. Dann müssen wir uns gleich den nächsten großen Dino aus Asien bzw. Australien raussuchen. Sir Vader, dankeschön. Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. So. Und dann hier auch das Ganze verbinden. Wunderschön. Ja, passt doch alles. Dann können wir gleich den nächsten Dino raussuchen. Aber erstmal müssen wir nochmal hier rein, denn wir haben noch einen Menschi offen, der freigelassen werden möchte. Und dann gehen wir auf die Expeditionskarte als nächstes und schauen mal, was wir da machen können. Worauf haben wir denn Lust? Wir brauchen halt was Großes. Fleischfresser wäre cool, ne? Großer Fleischfresser. Q-Tyrannus ist halt zu klein, den würde ich nicht zählen. Quanzosaurus ist auch kein großer. Ich weiß nicht, ob wir es eine Möglichkeit haben, Fleischfresser zu machen. Ich glaube nicht. Nee, Fleischfresser wird nix. Nicht durch die Challenge. Schade. Das ist natürlich doof, ne? Aber was machen wir denn dann als nächstes? Terizinosaurus könnten wir machen. Das ist, glaube ich, ein guter Call. Der hat, glaube ich, eine gute Bewertung. Der zählt auf jeden Fall als groß. Der zählt ja sogar beim Spiel als groß. Ja, dann machen wir den Terizinosaurus als nächstes. Problem ist, wir haben jetzt wieder viele Nebenfunde und haben halt hier kaum Platz in dem Ding. Ich mache nochmal nebenbei so eine Extraktion an, damit wir wieder mehr Platz haben. Und ich packe hier auch nochmal Kapazität rein. Was ist das jetzt? Oh mein Gott, das kostet 500. Wir haben kein Geld. Oh Gott, ich habe reingekackt. Oh, scheiße. Wir haben kein Geld mehr. Wir sind pleite. So ein Mist. Dann müssen wir kurz warten. Und freilassen. Bis gleich. Oha, was passiert denn hier? Aber wir haben wieder 1,6 Millionen. Easy. Sehr schön.
Kopfhörer zu blöd dafür. So, ja. 2 Sterne, 1,7 Millionen. Das heißt, wir können jetzt hier nochmal reingehen und mal eben sie in den Lagerung hochstellen. Jetzt wird das auch alles ein bisschen einfacher werden. Jetzt können wir auch mehr gleichzeitig ausbrüten. Das hätte ich mal direkt am Anfang machen sollen. Teri. Ach, Velociraptor, wie schön. Können wir aber auch nicht machen. Ja, wir hatten nicht viel Glück mit dem Teri. Schade, schade. Müssen wir nochmal los. Guck mal, die Ausgrabung kostet halt auch voll viel. Schon sehr geldintensiv alles. Kann man ja mal sagen. Die sind immer noch nicht zufrieden. Ja, jetzt guck mal, ach, das ist der neue bestimmt, ne? Zu wenig Wald, das ist ja... Ne, der auch. Ja, das liegt halt nur daran, dass die da hinten... nicht hingegangen sind. Sehr, sehr seltsam. Na gut. Macht ja nix. Hier kommen dann die Teris rein. Ich weiß gar nicht, was die snacken. So, das hatte ich auch gerade schon im Chat gelesen, dass ihr euch das wünscht. Hier die Wasserstelle. Hier oben kommt auch noch einer hin. Warum nicht? Und dann nochmal wieder Felsen. Und da müssen wir auch gleich nochmal eben die Gästeabdeckung uns angucken, dass die glücklich sind mit Toiletten und was es da nicht alles gibt. Können wir mal kurz reingehen. Anziehungskraft ist niedrig, das werden wir aber erhöhen, indem wir mehr Dinos haben auf jeden Fall. Ah, hier ist alles schlecht außer Unterkunftsbewertung, das heißt wir müssen da auf jeden Fall nochmal bei. Das wundert mich ein bisschen, weil wir haben eigentlich doch, glaube ich, eine ganz gute mit der Tour durch das einzige Gehege, dachte ich. Anscheinend nicht. Toilettenversorgung, Schutzraum und die Einrichtung auch nochmal. Da können wir nochmal viel rausholen, das ist gut. Aber eigentlich ist ja hier oben noch gar nicht gefragt, oder? Nee. Es liegt halt immer daran, sobald hier Dinos sind, dann gehen ja auch die Besucher hier hin und dann haben die auch Bock auf den Bereich. Deswegen kann ich aber schon mal anfangen zu planen, so Toiletten und sowas. Glaube ich nicht schlecht. Und vielleicht könnte ich hier auch mal große Läden machen. Aber große Läden helfen natürlich ungemein. Einmal so ein Dreierpack große Läden, das wäre nicht schlecht, glaube ich. Souvenir hat das nicht groß. Souvenire, Getränke. Ach, wieder alles uneben. Ich muss echt immer überglätten am Anfang. Ansonsten wird das nichts. Hier sind auch schon wieder voll Vogel drin. Das ist echt insane. Wie man das von oben nie sieht. Mach ich nochmal hier weg. Da glätten wir erstmal nochmal einmal über. Nachdem ich hier den dritten Laden gemacht habe. Bisschen Ordnung muss dann ja doch sein, ne? So, sehr schön. So, jetzt wird es, glaube ich, ein bisschen besser werden. Wenn wir die beiden Sachen nochmal platzieren. Schutzbunker. Toilette. Und dann hier das Ganze. Ja, ich gestalte das gleich, sobald wir oben die Dinos drin haben. Das ist jetzt gerade oberste Priorität. Oh, das sieht besser aus. Ah, leider ist das kein Teri. Das wäre perfekt gewesen. Wird der Teri gehabt, das wäre nice. So, dann machen wir das mal fertig. Schick ihn direkt wieder los. Das mit den Fossilien und Losschicken von den Hubschraubern finde ich echt cool. Das erinnert mich immer so ein bisschen nostalgisch an Jurassic Park Operation Genesis. Das habe ich immer geliebt. Aber ich glaube, da wurden die Dinos gar nicht angezeigt, die man dort finden konnte. Und dann war das immer so ein bisschen Überraschung. Das fand ich cool. Irgendwann wusste man es natürlich, aber es war trotzdem cool. Aber ich glaube, wir haben gar nicht so viel Auswahl, was das angeht, ne? Weil wir halt aus Asien gar nicht so viele große haben.
Es hat nicht geklappt zu platzieren. Da tricksen wir jetzt gleich ein bisschen mit Mods. So. Boah, warum nicht? Bisschen random, aber mein Gott. Gibt Schlimmeres. Und keine Materie. Ich fasse es nicht. Oder kommt der gerade erst wieder? Ne, der ist gerade wieder gekommen. Och Mann. Ach, das ist so eine richtige Schmuh-Ausbeute. Keinmal den richtigen Dino dabei. Aber dann können wir wenigstens hier eine Fuhre einmal anschmeißen und ein bisschen Platz schaffen. Dann muss der nochmal los. Nützt ja nichts. Wir brauchen Teri-DNA. Los. Find was. Aber wir können ihn schon ausbrüten. Okay, dann warten wir nochmal einmal ab, bis er das geholt hat. Und dann machen wir weiter. Hier mache ich dann nochmal so einen... Bäumstämme rein. Davon hätten die ruhig mal ein paar mehr noch machen können. So umgefallene Baumstämme und so ein Krams. Das wäre coole Deko allgemein. Ich finde, die könnten auch mal so ein Deko-DLC oder sowas rausbringen. Das wäre mega gut. Wo es nur so ja, Baumstämme und solche Sachen gibt. So Gehege-Deko. Würde ich feiern. Na, auch nicht wieder so gut, ne? Egal. Die zwei nehmen wir noch mit. Und dann schauen wir mal. So, Terizinosaurus. Der nächste Dino. Ich mache random Farben. Bin mal gespannt, wie teuer der gleich ist. Oh, voll teuer. Okay, krass. Ja, dann wird es erstmal nur ein Teri. Verstehen die sich überhaupt? Mit zwei? Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Aber wir können dann gleich, wenn der da ist, auf jeden Fall danach die Abdeckung der Besucher nochmal checken. Dann sollten wir, glaube ich, da auch einiges boosten können noch. Aber jetzt lassen wir den Teri frei. Na, gut zu wissen. Ist jetzt nicht so der schönste Skin geworden. Oh ne, das war ein Fehler, ne? Den hier freizulassen, aber Cheater Dandy, nein, das machen wir natürlich nicht. Hätte den doch hier, warum sagt ihr denn nichts, Chat? Ich hätte den doch hier ausbrüten müssen. Mann. Chat, was macht ihr denn? Ihr wollt doch nur Action. Ich auch, let's go. Den holen wir uns. Fast. Das ist immer voll krass, weil die Pfeile so ultra langsam fliegen. Man muss so vorausschießend sein, wenn man weit weg ist. Ja, so hat es gerade kaum noch Sinn. Oh, ich habe ihn getroffen. Bester Sniper. Und? Oh! Fast. Okay, wir müssen mal hinterher fliegen. Das hat keinen Sinn so. Sehr schön. Einfach so mit dem Schnabel ins Wasser. Voll geil. Läuft gut. Meine läuft Arbeit sehr, sehr lebt gut. Von Updates und Informationen. Deshalb ist mir das aktuelle Ziel besonders wichtig. Und deshalb sollte es auch dir wichtig sein. Unterwegs, um so, wir haben jetzt ein Ziel hier unten rechts. Nämlich sollen wir die Einkaufsmöglichkeiten verbessern. Das ist sehr praktisch, weil wir das sowieso machen wollen. Das passt ganz gut. Ich passe jetzt erstmal hier die Läden schon mal an. Wir müssen aber auch hier eigentlich warten, bis der Teri da ist, damit wir die richtig anpassen können, vernünftig. Ja, krass, ey. Hier fehlt halt auch schon wieder was.
viel man da mal braucht an Abdeckung, ne? Das ist Wahnsinn. Muss jetzt hier echt so einen Laden noch zwischenquetschen. Produkt unterwegs. Finde ich ja optisch nicht so schön, ne? Aber was willst du denn machen? Ich glaube, wenn man das vernünftig schaffen will, die Challenge, dann müssen wir das machen. Beim nächsten Mal muss ich das auf jeden Fall mir noch mal ein bisschen mehr überlegen. Es ist, glaube ich, noch wesentlich, also viel zu einfach. Ich habe ja echt jetzt nicht so richtig Herausforderungen gehabt. Aber besser als so, als wenn man mega auf die Schnauze fällt, direkt beim ersten Mal. Schon nicht verkehrt. Grün und Orange gibt es nicht kombiniert anscheinend. Das heißt, hier müssen wir nochmal Orange nehmen. Ne, dann passt Grün nicht. Produkt wurde zugestellt. Wie mache ich das denn jetzt hier? Das ist schlecht. Dann müssen wir hier auch nochmal mehr Grün nehmen. Vielleicht gibt es hier einen Einzelgrün. Ah ne, der ist gut. Okay. So ist alles super. Müssen natürlich jetzt hier auch noch... Na, das nicht. Ich mache hier wieder Bernstein hin. So. Und das. 2 Millionen kostet einer. Okay, da müssen wir doch noch ein bisschen sparen. Nützt ja nichts. Aber wieso ist die Transportbewertung so schmuh? Toiletten und Schutzraum können wir auch gleich nochmal gucken. Das ist ganz gut. Da sind Einkaufsmöglichkeiten, können wir da nochmal verbessern. Wenn uns das irgendwie möglich ist. Guck mal, hier im Eingangsbereich fehlt Einkauf. Aber wo sollen wir es hier noch groß hin platzieren? Das ist echt ein Problem. Hier kommt so ein random Laden hier. Warum nicht? So. Und dann machen wir auch noch hier, wartet mal. Hier kommt dann noch Toilettenhäuschen einmal als Deko hin. Vielleicht das Raptor Pen hier so. War echt ganz witzig, so die Idee. Der ist schon cool, ne? Die Farbe mag ich auch sehr gerne. Ist mit meiner Lieblingsfarbkombination bei dem. Ist halt sehr auffällig, muss man sagen. Okay, hier können wir auch gleich ausbrüten. Das sollten wir auch machen. Ich habe jetzt auf euch gehört wegen 3, ne? Ich soll vielleicht mal gucken. Chats sind ja auch auf Fake News. Ne, es passt aber. Ihr hattet recht. Das ist in Ordnung. Zufrieden sind sie auch. Vielleicht sehen wir gleich mal einmal sozialisieren, das wäre schön. Die Animation ist immer so toll. Saurier entdeckt. Ja, leider auch nichts für uns. Ja, mit den Asien, das begrenzt uns schon ganz schön, ne? Und große Saurier nur. Schon ganz schön krass. Ich weiß halt jetzt echt nicht, wie wir es hier mit der Transportbewertung noch ändern sollen. Keine Ahnung. Aber ich glaube, wir müssen direkt auf den nächsten Dino gehen. Vielleicht können wir noch was ins erste Gehege mit reinpacken. Was ist denn noch groß? Ich hätte jetzt zum Beispiel noch... Echt nicht viel Auswahl, ne? Sinoceratops hatten wir doch vorhin auch noch irgendwo. Mutabura vielleicht? Ich hab keinen Plan, Mann. Da, Sinoceratops. Den könnte man noch als groß zählen. Sonst haben wir halt nicht viel Auswahl mit den Beschränkungen, die wir haben. Ich glaube, den müssen wir dann nochmal nehmen, den Sinoceratops. Der dürfte doch aber eigentlich auch hier mit reinpassen in das Gehege, oder nicht? Oder täusche ich mich da jetzt? Die müssen sich doch alle verstehen. Guck mal, der mag den Teri zum Beispiel nicht. Okay, das ist gut, dass wir den da nicht drin haben.
Ja, das passt, aber hier sind die. Die Ceratops. Moment, hier safe auch. Ja, Ceratops sieht. Perfekt, dann können wir hier den Sinoceratops als nächstes reinpacken. Brauchen aber wieder viel Geld, denn einmal so eine Expedition kostet uns über 1 Million. Was geht's? Schon crazy, ne? Geht den jetzt ab. Warum kämpfen die? Oha. Aber nur hoffentlich um die Vorherrschaft. Ja, sieht so aus. Okay. Also dürfte der jetzt gleich so ein Sternchen kriegen hier. So ein Alpha-Sternchen. Ja, die Krone, nicht Sternchen. Zu wenig Blätterboden. Aber ihr hattet recht mit Blätterboden. Das ist sehr gut. Gut, dass ihr euch so auskennt. Sehr hilfreich. Machen wir nochmal ein paar Blätter Boden in deren Gehege. Die könnten halt auch einfach mal hier runterlaufen, dann hätten sie auch noch mehr Blätter Boden. Ja, mehr kann ich jetzt auch nicht anpassen. It is how it is. Wir lassen noch einen frei. Da ist er. Auch ein cooler Skin. Mega getarnt. Hätte ich jetzt nicht die blauen Flecken gemacht, dann könnte man den fast gar nicht sehen. Ist eine perfekte Farbe hier für die Umgebung. Sieht voll so aus, als wenn er hier ausbüchsen will. Bitte nicht. Nee, okay. Gott sei Dank. Das wäre bitter gewesen. Aber dann müssen wir jetzt nochmal gucken, wegen Fossilien. Die kommen nämlich gerade wieder. Also der Heli müsste jetzt hier jeden Augenblick landen. Und dann gibt es neue Fossilien. Oh yeah. Hoffentlich viel. Oh, perfekt. Aber das Gute ist, an der Ausgrabungsstelle gibt es, glaube ich, auch nur Sinoceratops. Das ist natürlich ein großer Vorteil. Ich würde jetzt, glaube ich, auch gar nicht direkt nochmal losschicken, sondern erstmal gucken, wie viel wir haben an Genom. Ich glaube, das könnte schon ausreichen. Das waren 2 gute Fossilien und ein Bernstein sogar. Das könnte halt easy für den kompletten Sinoceratops reichen. Ja, tut's auch. Wie machen wir den direkt? 57%. We take it. Das passt. Wir haben jetzt auch nicht mehr so viel Geld. Jetzt können wir gleich wieder, müssen wir gleich wieder so lange warten, bis wir die ausbrüten können. Farben sind so krass. Der ist auch wunderschön, ne? Der Uluru Titan. Krass. Ja, ich mag die neuen Deko-Elemente aber schon, muss ich sagen. Irgendwie haben die was. Mr. Dana. Der Eingangsbereich auch völlig random irgendwie Sachen platziert. Sieht aber trotzdem nicht schlecht aus, ne? Dafür, dass es alles so random ist. Eigentlich ganz cool. Ich weiß halt nicht, wie viele man davon braucht. Das ist jetzt auch wieder die Frage. Aber ich mach mal lieber noch mal mehr. Lieber noch eine Fuhre zu viel. Es könnte sogar eventuell schon reichen. Ich wüsste aber auch nicht, welchen Dino wir noch machen könnten. Ich hatte keinen gesehen, den ich als groß durchgehen lassen würde noch. Vielleicht den Mutabura, aber selbst der hier ist ja schon zweifelhaft. Das ist schon krass. Na, Sinoceratops kann man schon als groß durchgehen lassen. Schon einer der größten Ceratopside aus dem Spiel. Den finde ich ja richtig hübsch, ne? Viel, viel hübscher als den Nasutoceratops. Oh yeah. Ne, den mag ich echt gerne, den Sinoceratops. Nun gut, der Sinoceratops. Ein Pflanzenfresser, der seinem bekannten Verwandten, dem Triceratops, sehr ähnlich ist.
Er ist friedfertig und wird mit ein wenig Mühe ein Publikumsliebling. Natürlich erwarten wir mehr als nur ein wenig Mühe, aber wir verstehen uns schon. Ich finde das immer so krass, wenn man so Mischgehege macht. Da muss man gefühlt, damit die Anforderungen erfüllt sind, alles komplett vollklatschen mit den Pflanzen. Das ist immer echt ein bisschen blöd. Deswegen, wenn man schön bauen will, ist so ein Challenge-Krams immer sehr, sehr schwierig. Wenn man alles immer so übertrieben voll machen muss. Ihr seht ja, ich bin jetzt erst bei... Na gut, der muss noch erkunden, ne? Ist aber fein. Das ist okay. 93%. Mehr als fein. Dann lassen wir noch eine Fuhre frei. Drei oder vier Minimum. Ja, das kommt hin. Das kommt auf jeden Fall hin. Prozent Komfort. Läuft. Richtig gut. Frag mich halt, warum wir so wenig Boost hier unten bekommen haben. Hat fast nichts geändert. Aber ist der Sinoceratops nicht eigentlich voll der gute Dino? Hätte ich jetzt so gedacht. Müssen wir jetzt, glaube ich, die Transportbewertung nochmal angehen. Das hier ist fein. Also die Transportbewertung ist, glaube ich, das größte Manko. Unterkunftsbewertung könnten wir nochmal eben ändern. Schutzraum und Toiletten, das ist auf jeden Fall wichtig. Das heißt, wir könnten eigentlich hier oben nochmal eben schnell ein Hotel machen. Mache ich auch nochmal ein großes, warum nicht? Und ansonsten müssen wir gleich nochmal gucken, ob wir noch eine Spezies finden, die wir mit den Regeln durchgehen lassen können. Das wäre, glaube ich, ganz cool. So, das haben wir schon mal. Schutzraum. Guck mal, Schutzraum ist auch hier im Eingangsbereich ein Problem. Das ist halt immer echt blöd, ne? Das passt ja alles platztechnisch gar nicht. Aber, was ist denn, wenn ich jetzt hier den Schutzraum hinmache? So versteckt. Das zählt auch, ne? Das ist natürlich Trick 17 jetzt gewesen. Sehr schön. Jetzt sollte hier die Schutzraumversorgung perfekt sein. Genau, alles grün. Dann haben wir die Toilettenversorgung. Alles grün. Transportbewertung. Können wir ja mal eben hier gucken. Guck mal, dieses Allgemeinschmu. Ich glaube, das liegt aber einfach daran, dass die Wege zu schmal sind, oder? Was ist denn eigentlich, wenn ich hier an so Kreuzungen das breit haben? Also einfach so mache. Meint ihr, das hilft was? War ja hier gerade orange. Nee, nicht wirklich. Okay, dann habe ich keine Ahnung. Aber wir sind jetzt... Oh, guck mal, es steigt. Es steigt. Okay, wir sind gut dabei. Es ist alles easy. Oh oh. Ist hier schon wieder los, Jungs? Oha, der blutet, oder? Hm. Warum? Die klatschen sich doch aber jetzt auch nicht ernsthaft, oder? Warum blutet der? Warum macht ihr das? Aua. Okay, das war auch nur Alpha-Status. Sehen wir ja gleich an der Krone wieder. Ist aber ganz schön brutal aus, ne? Für so einen Rangkampf. Wahnsinn. Aber so wie es aussieht, müssen wir eh noch ein weiteres Gehege hier hinten irgendwo bauen. Hätte ich jetzt gesagt. Ich glaube nicht, dass wir die 5 Sterne damit schaffen. Deswegen ist vielleicht die Einschienbahn gar nicht so schlecht. Wir machen sie auf jeden Fall mal. Ich hoffe, wir kriegen das hier gut hin. Das ist halt hier auch eine sehr, sehr schwierige Karte, weil die so viele Engpässe und so hat. Ach, guck mal, dann könnten wir sogar hier nochmal rüberfahren. Aber wir brauchen erstmal hier unten noch eine Station. Wir haben ja kaum noch Platz hier. Scheiße. Das habe ich natürlich nicht bedacht. So ein Schmuh. Wir haben ja gar keinen Platz mehr hier.
Weil jetzt gerade habe ich halt das Standardproblem, was ich immer habe in Challenges. Und dann ist am Ende alles so voll geklatscht. Immer echt ein Problem. Na, wir lernen da draus. Jetzt auf jeden Fall, wenn wir es nochmal machen, nochmal um einiges anpassen. Komm, gefällt mir nicht. Doof aus. Lass uns mal eben überlegen, wie wir das am besten hier langführen. Ich glaube, ich mache das mal so. Dann vielleicht hier nochmal so eine Kurve. Meint ihr, das könnte aussehen? Dann so zurück. Vielleicht können wir es dann auch nochmal drehen. So eventuell. Also auf jeden Fall nächstes Mal mehr Planung. Genau für solche Sachen. Ich habe halt die Einschiebbahn gar nicht eingeplant. Ja, jetzt haben wir eine Einschiebbahn. Das, was hilft? Wir haben auf jeden Fall wieder schlechtere Sterne. Was ist da denn los? Es sinkt. Wir gucken jetzt mal kurz hier rein. Getränkversorgung und so ist auch nicht mehr so gut. Ist irgendwie alles gesunken. Aber guck mal, Transportbewertung ist halt horrible. Ich hoffe, das hilft jetzt gleich, wenn wir das machen. Ich schaue jetzt nochmal eben wegen Getränken und sowas. Ach, guck mal, jetzt haben wir hier hinten nämlich auch einen Getränkversorgungsbrunnen, weil wieder mehr Leute hier hingehen. Boah, das ist aber auch alles mies. Ganz schön gemein. Ja, Geldprobleme haben wir nicht mehr, lieber Chat. Guck mal, wie wir alles haben. Wir sind halt echt schon sehr nah an 5 Sternen dran. Wir müssen halt jetzt nochmal gucken, wo scheitert es? Ich glaube nicht, dass es noch... Ja, die Anziehungskraft könnte noch besser sein. Kann man die nicht auch noch durch ein Geschäft erhöhen? Hier gibt es doch diese Attraktion oder so, ne? Wird vielleicht auch nochmal helfen. Wo sind denn die? Hier, die. Gästeattraktion. Ich glaube, die sind ganz cool. Wahrscheinlich eher grün, ne? Aquarium? Meine Gäste mögen ein Aquarium. Das können wir sogar auch noch in Dingsoptik machen. Hätten sich aber auch mal ein bisschen mehr einfallen lassen können hier. Ein bisschen mehr Strohdach. Was ist das denn? Einfach nur vorne so ein kleiner Schnubbel oder was. Ein bisschen Stroh. Hier alles Beton. Das ist aber hier nicht Jurassic Park Deko. Aber dieses System mag ich auch ehrlich gesagt nicht so gerne von dem Gebäude gestalten. Das ist auch nicht so ideal bei dem Spiel. Ich hoffe, das wird im nächsten Teil besser. Denkt ihr eigentlich, dass dieses Jahr Jurassic World Evolution 3 rauskommt im Winter? Glaubt ihr das? Ich bin schon wieder verkackt. Egal, ich lasse es jetzt. Es ist jetzt völlig egal. Ist am Ende ja immer so, wenn man 5 Sterne erreichen will. Ein bisschen hat es, glaube ich, gebracht. Vielleicht Prozent oder so. Ja, wann ist denn? 2018 ist Jurassic World Evolution rausgekommen, das erste. 19, 20, 21, oder? 22, 23, stimmt, ein Jahr müsste es dann noch, ja. Ja, kommt hin. Oh, jetzt ist hier abgedeckt, oder? Ich glaube ja. Transportbewertung ist halt noch schlecht. Aber wie kriege ich die hoch? Nochmal eine Jurassic Tour, aber das kriege ich doch nicht hin, oder? Eine Parktour? Könnte es probieren. Ich weiß halt nicht, ob das hilft. Könnte halt auch sein, dass mir das hier das mein Gehege zerschießt, weil dann auch mal die Pflanzen und so weggehen.
So. Was muss man da eigentlich auch immer vorher planen, bevor man das Gehege gestaltet, weil man sich da so viel kaputt mitmacht wieder. Ist eigentlich immer alles voll viel Planerei. Im Nachhinein ist immer ätzend. Gerade so Strecken und Touren, das ist immer das Allerschlimmste. Aber denkt man halt vorher nie dran, ne? Ja, mal so. Na, jetzt haben wir hier immer noch eine random Tour untergebracht, eventuell, wenn das hier um die Kurve geht. Ist ja schon mal nicht verkehrt. Ja, schön. Machen wir auch noch eine Kamera hin. Ich weiß halt nicht, ob das jetzt hilft. Bei der Bewertung. Könnte mir schon vorstellen, dass es hilft. Aber wir sollten vielleicht einfach nochmal schauen, jetzt wegen Dinos. Noch irgendeine Spezies oder so? Ich weiß es nicht, ob wir noch was haben. Gigantspino klingt immer so groß, ist aber nicht. Zintaurosaurus könnte man überlegen. Das ist halt auch nochmal so ein ähnlicher wie der Oloro Titan. Deinokairos. Den habe ich ja gar nicht gesehen. Geil, den können wir machen. Deinokairos. Cool, da können wir schnell noch ein Gehege bauen. Guck mal, das ist sogar perfekt mit so einem riesen Wasser. Geil, wir bauen Deinokairos-Gehege. Sehr cool. Auch alles mit dem gleichen Zaun, aber der passt halt am besten zu dem neuen Tor. Ich mach auch hier wieder zum Parkrand. Hat ja bis jetzt ganz gut geklappt. Hätte das bestimmt schon gesagt wegen Deinokairos, oder? Im Chat. Wahrscheinlich wieder nicht mitbekommen. Aber dann haben wir hier ein schönes Deinokairos-Gehege. Finde ich cool. Finde ich sehr, sehr cool. Wir haben ja genug Geld, das heißt, wir können auch hier wieder, damit wir gleich die Animation haben, die kriegen wir sogar noch hier in die Ecke. Why not? Der Platz wird genutzt. Kranplätze müssen verdichtet werden, oder wie heißt das? Sehr schön. Das freut mich jetzt gerade, dass wir da noch so einen guten gefunden haben. Ciao, Mimi, mach's gut. Platztechnisch ist das alles nicht ideal. Ich, irgendwann ist es irgendwie bei mir immer irgendwann der Punkt bei so Herausforderungen, dass ich aufgebe, das mit dem Untergrund zu machen. Also nächstes Mal, wenn wir das machen, ich werde vorher überglätten. Sag ich, wie es ist. Ich könnte natürlich auch eine Map starten, die schon geglättet ist, aber dann hat man halt gar keine Natur und so. Das finde ich auch immer irgendwie ein bisschen blöd. Deswegen ist das schon nicht verkehrt. Also ich muss einfach, darf einfach nicht so faul sein am Anfang und muss mehr planen. Aber diese Faulheit und dass ich nicht plane am Anfang, das bricht mir halt immer das Genick am Ende, dass es dann doof aussieht. Und dann, wenn man einmal dieses Chaos drin hat, dann hat man auch halt keine Lust mehr, es zu korrigieren. Ich meine, von oben sieht der Park jetzt nicht so schlecht aus. Aber diese kleinen Hügel und so, wenn man dann da langläuft, weiß ich nicht. Aber er wirkt schon recht belebt so, ne? Echt ganz cool. Der sieht echt nicht so schlecht aus. Naja, machen wir mal weiter. Aber wir hatten jetzt auch gar keinen Sturm oder sowas, obwohl ich die Sturmhäufigkeit angestellt habe. Ich muss definitiv die ganzen Schwierigkeiten und so noch anpassen. Tour nicht vergessen, ja. Ich weiß nicht, ob wir da eine Tour durchmachen. Ich hoffe ehrlich gesagt darauf, dass wir jetzt bald einfach fertig sind mit 5 Sternen, weil ich habe nicht mehr so viel Zeit. Ich muss schon in genau einer halben Stunde los zur Arbeit. Deswegen müssen wir das schaffen in einer halben Stunde. Aber ich denke, das kommt hin. Wir haben auch gerade richtig viele Fossilien. Die reichen, glaube ich, direkt aus. Leben ist fähig. Perfekt. Hey, und dann haben wir eine super gute Dinosaurier-Auswahl getroffen, finde ich. Ich glaube, die haben auch alle das Motto getroffen, oder? Also ich bin sehr zufrieden. Warum hast du eigentlich immer Spätschicht? Tja, it is how it is.
Ich muss unbedingt mal wieder einen Park bauen. Ja, das macht man viel zu selten, ne? Ist auch immer sehr zeitintensiv, wenn man sich wirklich Mühe gibt und dann irgendwann denkt man so, oh, oder spielt irgendwas anderes oder so, was schneller geht. Man braucht halt nun mal viel Geduld für alles. Ich mach mal 4 Stück. Und dann gucken wir mal. Ich weiß gar nicht, was fressen die? Blätterboden. Und natürlich Fisch, ne? Jetzt, wir können hier schon mal Fischfieder hinmachen. Der Bereich ist perfekt mit dem See. Finde ich super. Mal Blätterboden ein bisschen. Dann nochmal ein bisschen anpinseln, das Ganze hier so. Und natürlich auch Wald. Gerade hier so am Rand. Das ist immer ganz schön. So. Ein paar Felsen hätte ich auch noch gerne. Das mag ich echt an Jurassic World Evolution, dass man so mega schnell ein Gehege gestalten und bauen kann. Das sieht halt nicht mal blöd aus. Sieht halt voll okay aus. Das ist natürlich ein bisschen langweilig, aber dafür, dass ich kaum Zeit investiert habe, ist das schon sehr gut geworden. Cash hat's erkannt. Oh yeah. Wie sieht der denn aus? Ist ja übel süß. Voll der Plüschi. Oh mein Gott, die Farbe ist ja super. Oh, wer würde ihn kuscheln? Ist auf die Schnute hier vorne. Und die Krallen. Aber der Körper sieht cool aus von der Farbe. Passt auch sehr gut hier in die Landschaft. Und der nächste. Cool. Parkbewertung hat sich verbessert. Sehr schön. Checken wir mal kurz hier. Wetterboden, Wasser. Ja gut, ihr müsst halt erkunden, ne? Ich habe auch gar nicht mehr hier diese Station da gebaut. Fällt mir gerade mal auf. Mal eben machen. Hier diese Ranger-Station. Die hier. Das mag ich eigentlich immer ganz gerne, wenn die das alles automatisch checken. Ranger-Teams. Kann ich auch mal eben zuordnen jetzt nochmal. Dann haben wir da nämlich Ruhe. So, und ich glaube, hier fehlt sogar auch noch ein Tor, oder? Bauen wir natürlich auch noch ein. So. Ja, sehr schön, dann passt das doch auch. Und wir können, glaube ich, sogar die MVU dort auch zuordnen, ne? Dann kümmert die sich nämlich auch automatisch um die. Also für mich war das tatsächlich noch ein bisschen zu wenig Katastrophen jetzt hier in dieser Challenge. Hätte ruhig noch mehr passieren können. Bibo? Wieso Bibo? Ach, bei den Tierchen da, ja stimmt. Jetzt verstehe ich's. Oh Gott, das ist ja übel der gute Vergleich. Oh mein Gott, Anziehungskraft richtig gut. 113%. Wir müssen jetzt eigentlich nur noch die Transportbewertung verbessern. Walilu hatte recht. Wir hätten die Strecke planen sollen. Oder wir machen das nochmal eben. Ja, komm. Das könnte schon reichen. Das wäre zeittechnisch ja richtig perfekt, wenn das jetzt klappt. Oh mein Gott. Das wäre mega. Wenn wir jetzt die 5 Sterne voll machen. Hammer. Dann hat alles perfekt heute geklappt. Sehr gute erste Challenge. Für meinen Geschmack noch ein bisschen zu einfach. Das heißt, wenn wir es nochmal machen, müssen wir es auf jeden Fall ein bisschen erschweren. Aber man lernt da draus. Oh, hier, die Gäste wieder. Okay. Oh, das will ich sehen. Bibo haut den anderen kaputt. Bibo. Bibo Lu. Da ist er. Ist er das Alpha-Männchen? Oder ist er der Loser, der Bibolu? Natürlich ist er der Alpha. Geil. Da ist er, mit Krone gleich. Oh yeah. Geil, finde ich gut. Hier war ich stehen geblieben, ne? Ach ja, genau.
passen wir das auch nochmal schnell an. Bibo ist der Babo. Sehr gut. Die grünen Gäste sind happy. Minus 25.000. Läuft bei unserem Laden. Och Mann, ey. Geht alles schief. Wir sind aber auch kurz vor den 5 Sternen, oder? Oder sind das schon 5 Sterne? Ich weiß halt nicht, ob hier eine Nachricht kommen würde am Ende, wenn man 5 Sterne erreicht hat. Ich glaube nämlich nicht. Beim normalen Herausforderungsmodus kommt immer diese Nachricht irgendwann. Was ist denn hier schon wieder kaputt gemacht worden? Oha. Die Bibos sind aggressiv. Was ist da denn los? Schmu. Neues Fahrzeug kaufen. Alles kaputt gescheppert. So, Leute, wir haben es geschafft. 5 Sterne. Juhu. Wir haben es geschafft, Leute. Sie sind voll. Yay. Das war unsere erste Jurassic World Evolution 2 Custom Challenge. So ein bisschen. Ist auf jeden Fall ausbaufähig. Und damit ist die erste Custom Challenge vorbei. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Allerdings ist es noch ein bisschen vom Schwierigkeitsgrad her und so nicht ideal. Das werde ich noch ein bisschen anpassen bei den nächsten Malen. Im Hintergrund seht ihr übrigens nochmal schöne Grüße vom Twitch-Chat mit ein paar Emojis, die sie gerade spammen. Und falls ihr auch mal live mit dabei sein wollt, unten in der Videobeschreibung findet ihr den Link zu meinem Twitch-Kanal. Ich würde mich noch jetzt richtig über ein Feedback in den Kommentaren und ein Like freuen. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.